Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich war in letzter Zeit besser im NRW, wie zu Köln, wie ihr gesehen habt, oder Amsterdam war ich auch noch. Aber auch daheim habe ich ein bisschen geschubbt und ich wollte euch dann einfach einen großen Haul weisen. Am Platz habe ich 10 Klänge auf Instagram, ich fand das ein bisschen mehr lustig. Und ja, ich werde euch heute einfach ein bisschen alles weisen, das Kleider pushen und natürlich Make-up. Werde ich wundern. Und ja, das war der Punkt. Es sieht nicht so schrecklich aus, aber man ist ein bisschen viel krank, ist schon mega Halsweh. Und auch das Schnappern so. Kann sein, dass meine Stimme halt so verschwindet. Mal gucken, was das geht. Mir dagegen ist so, fängt man direkt hin. Okay, ich gehe so und ich fange mit dem Schmuck an, da habe ich auch noch ein paar Sachen. Weil zum Beispiel die, die ich gerade anhabe, das sind da von Six mit Diana zu Löwen. Und da dabei sind dann auch noch Sterne. Und neben denen von Diana zu Löwen habe ich mit dem Six auch noch so gekauft. Dann hatte ich mir heute zuletzt, wo ich auch einen Kauf an Melou Bijou, kurz für Silvester. Und ich hatte auch Silvester und ich war so froh mit denen. Ich kriege es am liebsten all darum tun. Und die habe ich 10 Euro bezahlt, was nicht aus für so groß Ohrring. Am Melou Bijou auf der Gar. Ich gehe so gerne hin. Also so schön groß Ohrring immer. Und wenn ich etwas sicher will für Silvester, wo ich halt einfach spannend das da. Und das wird den Outfit halt auch ein bisschen abgepappt, was mega neu ist. Weil ich war nicht so speziell geduldet. Ich meine, ich hatte gegen 2 Euro aber ausgedacht, weil du bist ein schwerer gesehen. Aber ja. Dann habe ich mir auch noch ein paar am Hasch und Damm Mod geholt. Ich frage nicht, weil ich mir so viel Ohrring mache. Ich weiß es selber nicht. Aber die hatte ich schon so lang am An. Und die waren endlich raufgesetzt. Die haben ich meine, 3 Euro bezahlt. Und ganz ehrlich, für mich sowieso der Ohrring vom Hasch und Damm. Sie sind super gut für den Preis. Also ich kaufe sie immer, was sie sollte sind. Und die halten auch übelst lang. Ich schön schon so von ihnen. Es ist ein Gräß mit klein. Und ich wechsle mich halt die ganze Zeit nochmal da oben. Ich finde die so, so gern. Ja, da wenn es geht, traue ich gucken, was sie sollten haben. Weil, also ich fand ihn da immer. Dann hatte ich zu Amsterdam eine ganz kleine Boutique gesehen. Mit selber gemachten Ohrringen. Und ich war direkt verliebt. Ich habe am letzten Kurs geschafft, einen gekauft. Ich dachte, so schön Ohrring. Da sind 2 Paar mitgegangen und schon die 2 Paar 20 Euro bezahlt. Was für die Ohrringe ein stolzer Preis ist, weil sie nicht so extra sind. Aber war das einfach verschieden, weil hat sie auch selber müssen und hat halt auch irgendwie dummes Leute bezahlen und so. Und zu guter Letzt habe ich mir einen Katzenmod geholt aus dem Primarkt, aus die heute. Ich hatte die Schwankrecht ein Jahr un. Ich bin nicht so der Fan von Katzen, aber ich wollte immer schon einen Güllen mit mehr Layern an. Die ist mega hübsch. Ich meine, ich hatte die von der Büro bezahlt, was nicht viel aus für so eine Katze. Okay, das war dann, was Schmuck angeht. Ich habe noch ein Parfummod geholt von Victoria's Secret, den Angel. Lieblingsparfum. Ich habe schon ein ganzes Ding in Eidl gemacht. Mein Papa hat mir den Eckermod geholt. Und seitdem ist das einfach mein liebster Parfum. Das ist aber nicht das Billigste. Ich benutze bald keinen anderen außer den. Und ja. Den ist zu Amsterdam gegangen. Was Kleider angeht, habe ich nicht alles hergeleitet. Ich habe schon mal noch eine Jeansbox gekauft, die leider war noch wasch. Und ein Karl Lagerfeld T-Shirt, wo einfach ganz schwarz ist und hier steht also Team Karl. Das war aber das schon was fehlt, meine ich. Ich habe vor allem ich mit Zara noch so einen ganz dünnen Jacket-Mod geholt. Der ist mega schön, weil da einfach ein Top drin auch über den Jogging-Box. Nee, mehr, ja, viel kann ich dir also zaubern mit den Fisellen. Und ich fand da aussehen, aber immer ganz okay ungeduldig. Da fand ich los gewesen und die 2 nächsten Sachen, die ich weiß, also alles aus dem Zara heute zu Lützeburg, der andere ist aus dem Bershka zu Amsterdam. So ein Label los, schon nicht, dass ich vergessen. Auf jeden Fall ist der andere heute ein Rock. Mal so 3 Fähre als Arm.
und ein lauter hoher Ton, was schon ein unhart. Aber auf jeden Fall aus der Rock heu, ziemlich eingeschnitten. Nicht im Rock, oh mein Gott, okay, egal. Der Rock ist mega weiß geschnitten mit einem mega weiten Ausschnitt. Geht ungefähr bis bei Knien. Und hat drei Fails. Ich kann nicht weisen, ohne dass ich überbelicht bin. Ist übel schlimm. Mehr, das ist der Rock. Und dann habe ich mir noch so ein ewiges Mod geholt. Da werden sich ein paar Leute gelacht, what the fuck. Ey, die ist mega cool, weil ein weißer Top drin, da kann ich das immer undoen. Und da sind immer irgendwie anscheinend umgedoen. Und da werden sich mir den auch einfach Mod geholt. Das ist halt übel schön. So ein weißer Top geht das einfach immer. Und mit irgendwelchen großen Ohrringen, die ich allein habe, geht das. Dann am Werchgar, als ich heute Rock Mod komme, hier sind sie so knapp. Sie lohnt also das eben so. Auf jeden Fall ist er so Rock, den übelst liegt aus. Ich hatte ihn auch schon heute zuletzt, wo ich gesehen und heute waren einfach nur drauf gesagt. Aber wie man den auf Amsterdam war, waren eigentlich drauf gesagt, also ich mir den dann auch Mod geholt. Also selbst kann ich ihn halt auch immer undoen. Für die Schule, für den Geburtstag, das geht einfach immer. Okay, da ging ich so, komm mal weit pushen. Das sind da drei. Die sind alle drei aus dem Outlet. Und die Hai hat auch Silvester benutzt. Das ist ein von Karl Lagerfeld. Und das ist ein kleiner mit seiner Trage, Schnur, whatever. Und die ist übelst groß, muss ich sagen. Also, sie war sogar schon zu groß. Ah ja. Werde ich nicht alles über Pusher finden, ne? Noch überraschend für Silvester. Ja. Auf jeden Fall. Also so gut, so große Feiern zu gehen, aber ich bin übelst froh mit der, weil mein Portemonnaie passt trotzdem dran. Aber wenn ich dann einfach rausgehe und ich keine Lust habe, mein Portemonnaie zu wechseln, passt die dort halt auch übelst gut. Und schon ist echt süß. Dann also noch mir ein großes Puff mit Gang von Karl Lagerfeld. Die habe ich länger 6 Euro bezahlt, was nicht aus. Ich benutze in dem Moment all Tag von Schul. Da passt alles super dran. Das ist riesengroß. Ich bin übelst froh mit der. Ich hoffe einfach, dass Quali besser ist wie die von Michael Kors. Weil ich höre normalerweise immer Porsche von Michael Kors. Aber da gehen meine Dinger immer los, die reißen immer. Und ganz ehrlich, um Platz 150 Euro auszugehen, gehe ich dann einfach in der Sicht aus Karl Lagerfeld und probiere hier Sachen aus, weil. Keine Ahnung, das andere gibt mir halt einfach mit teuer. Und dann auch 60 Euro bei die heute Porsche. Die ist auch super praktisch für den Show. Zumal, weil ich ein Alpatz-Klasse bin und ich nicht alle Tage so viel muss man holen. Zum Beispiel, wenn man Donner stehen und Freude holen, ich halt die kleinen Push-Mod. Dann ist es normal, weil die groß. Und ich bin mit der kleinen Heu halt auch mega zufrieden. Ich kann sie halt so holen, aber schon heuer noch so ein. Wunder, dass ich so einen Schöller kann machen. Und ich bin mit dem wirklich mega zufrieden. Das ist hier überbelicht. Da kommen wir gegen so auch schon weit Make-up-Sachen. Du holst für Christoph 2 Schwämme von meinem Pop. Und zwar die von Luisa Crashen. Den du hast übelst knastig, mit dem du hast frisch geputzt, den hast du sogar noch nass. Und den ist riesengroß. Wenn ihr so guckt. Aber den Heug ist ja auch groß, der geht auch riesig von den Nasen. Und das sind Schwämme, die ich am Moment alltag benutze. Es sieht so froh mit denen, die sind richtig, richtig gut, die sind mega Müll zum Muss, was sie nass, die sind super, super gut. Okay, ich meine, ich schöne einfach mit Tut nur 4. Ein paar Reinigungstücher, wir kennen das nicht, da bin ich gefunden, ich mich so dem, weil ich der brauche. Dann sind Tonnen Wimpern gegangen aus dem DM. Von Catrice, die sind wunderschön, ja, das ist ein Limited Edition. Und die sind so, so schön. Das ist aus den E-Pur. Ich habe schon mal von denen 3 Stück Mod geholt. Aus den anderen. Aber ich fand den irgendwie kein Nimm. Ich habe schon geguckt, vielleicht mal 3 Mal die selbe. Ah, doch, hi. Die erste, wo ich gewesen bin, war CO4. Die andere CO3 und die heute CO1. Das sind die. Die sind richtig schön. Nicht für den Alltag, aber für so Insta-Looks. Auch halt ganz neu, ich habe die 3 Euro bezahlt, was nicht viel aus für Wimpern. Dann wünsche ich mir da aber unermatt geholt von, ja, von Catrice. Das sind die heute, die sind am Standard-Sortiment.
die kennst man vielleicht sogar noch am Alltag vorstellen. Mal gucken. Und die letzte Provinzbrand aus von Essence, auch aus der Limited Edition, das ist der Bundle 2. Die sieht so aus. Die sind auch richtig, richtig schön. Und zu Köln hatte ich mir halt die Valute auch aus dem Primark mal zu holen, aber ich fand die erste Drogerie dann aber besser. Ja. Auf jeden Fall sind das noch fünf neue Provinzbrand. Aus dem Primark sind dann aber noch ein paar Sachen mitgekommen, und zwar Nail. Für die, die nicht wissen, ich nehme Nail oft selber hierher. Dass sie so abgepasst haben, ich setze dann so eine Stunde rum. Ich weiß dass dann einfach, dass es zu lange dauert. Und die halten bei mir bis zu 2-3 Wochen. Und für 1,50 Euro fand ich die Deko okay. Hören Sie brechen sie mal auf, mit der Passion ist sie einfach im Drop. Und dann ist das auch gut. Also die sind Deko okay. Dann ein Palette, die ich benutze für Leute zu schminken, als Glam Perfection, nee, Glam Reflection Smoke von BH Cosmetics. Und das ist einmal so blau-braunen Ton. Und ja, die ist Deko okay. Ich habe die am TK Maxx gekauft und ich habe die nicht teuer bezahlt. Und ich fand den Farben da drin auch mega schön. Zum Beispiel braunen Ton benutze ich ziemlich oft. Auch aus dem TK Maxx aus BH Cosmetics Duo Light Highlight 9 Color Palette. Das ist die. Aber ich habe mal gesagt, die so aus. Auch richtig, richtig schön. I love it. Sowieso, BH geht immer. Pigmentation ist super. So kannst du mich gar nicht beschweren. Von Essence von der Stamm Highlight Palette Hey Cheeks Blush Bronzer and Highlighter Palette. Die geht aus dem Sortiment. Du bist bei dir hochgesetzt. Von 5 Euro auf 2 Euro, meine ich. Ab in den Dreh. Und ich fand die Deck cool, weil die hat so verschiedene Farben. Die Spiegel fand ich auch mega neidisch. Weil dann auch diese Summe quatscht. Mega blöd. Aber die Palette ist auch mega neu. Und für 2 Euro ist Spiegel an der Palette so mega cool. Highlighter meine ich, wäre nur echt wohl. Oh doch, Toilette sind noch dick okay. Aber ich meine, ich gehe echt eine Blasche benutzen. Und der Contour-Tone, Bronzer-Tone, weiß ich halt auch nicht. Das wäre ein ziemlich schwer. Boah, ich habe die auch noch nicht probiert. Und vorher kann ich mal ein paar Pinsel sich holen, also probieren. Nee, zylindrisch. Werde ich aber wohl probieren. Aus der Catrice Volumizing, oh mein Gott, Volumizing Extreme Lip Booster mit Hot Chili Extract. Das sind Totem. Und ich hatte ihn auf Instagram gesehen, dass ich da eher schon Därm gefühlt sind. Und ich war so, will ich probieren? Muss ich testen? Und ich teste den auch los. Oh mein Gott, der riecht auch von der Performance. Und meine Lippen sind saudere schön komplett ab. Und ich probiere den auch los. Okay. Er piekt übers auf den Lippen. Ich schrecke viel auf den Gäste, ich habe schon drei andere so dahin, die aber nur nicht bewirken sollen. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob das überhaupt etwas bringt, aber ich fand es cool, einfach so als Lip-Topper kann ich das immer benutzen. Und vielleicht ist das aber dick schön, das ist mega natural. Boah, wie los. Dann in der Schwester Rival de Loop Young Crystal Fusion Limited Edition, den Bronzer hat geholt. Den ist aber nur mittlerweile am Standard-Sortiment, weil das ist mein Rival de Loop Young, mein Rival Loves Me, mein Englisch, so hieß es. Und den ist am Standard-Sortiment mit 12 verschiedenen Farben. Den habe ich richtig nur Kokosnuss, ich meine, den am Standard-Sortiment riecht ein bisschen anders. Aber ja, der Bronzer ist mega geil und ich mega gern. Dann noch für aufzuschminken, der Garnier Metallenwasser mit Urlösch. Heute geht nicht viel. Mir auf jeden Fall mit Urlösch und ja, das sowieso in die Kit alles rum. Das ist mein Anbrennen im Moment, wenn ich weiß aber nicht, ob das leid. Okay, ein Flop-Produkt, den ich nicht weiß, weil ich schon kaufe, aber nicht weil ich schon weiter empfehlen kann. Revlon Color Stay Make-up Normal Dry. Ja, an der Farbe von der 10. Mit 20 Lichtschutzfaktor. Nee, die ist kacke. Das ist die. Die bleibt mit meiner Haut gut nicht.
Ich habe schon überlegt, ob, nicht, ob ich nicht so halt so die oily Skin holen soll. Schon lange normal. Drischen Haut. Wieso gehe ich dann die oily sichern? Ich habe jetzt also die Teil, muss ich sagen. Also fette Flop. Mom. Foto ready Primer von Revlon. Größte Scheiß. Größte Kack. Die zwei zusammen funktionieren gut nicht. Foundation mit einem anderen Primer funktioniert auch gut nicht. Und der Primer mit einer anderen Foundation. Vergiss das. Funktioniert nicht. Ich werde es aber weiterhin benutzen an den Insta-Videos. Findet, mussten die da ja zu benutzen, heißt du. Mir da besser besteht, dass die scheiße sind. Dann bin ich mal von Essence Color Boost Matte About Matte Liquid Lipstick Mod geholt. Und der Farbe Seeing Red. Und geht das im Suchtchen an? Oder, ich hatte es schon einfach gesehen und ich war so, nee, brauche ich nicht. Alles also, 3-2 Euro gespürt. So knallrot. Mir viel war nicht. Also ich fand so knallrot Lippenstift, da kann ich noch halt so mal gebrauchen. Ja, 4,95 Cent. Möchte ich so nicht falsch und die sind so, so gut. Da von Kiko den Hydra Pro Glow. Das ist den Dutten. Und Liebe. Der war auch aufgesagt. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Sortiment geht oder nicht. Mehr. Der Glow bleibt bei mir den ganzen Tag. Der Glow bleibt bei mir echt den ganzen Tag. Dann halt mein Make-up drauf. Und der Glow könnt durch die Foundation. Egal wie stark die scheiß Foundation ist, der geht durch. Und das ist so, so schön. Das sieht viel, viel mehr natürlich aus und viel, viel mehr gesund. Und ich finde den wirklich immens, immens gern. Ja. Hätte ich nicht gewusst, hätte ich mir noch 3 andere Flaschen gekauft. Dann wünsche ich heute für Catrice den Tensational Ten-in-One Dream Primer, da das den dort drin. Ob den du alle 10 Sachen möchtest, wie Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Anti-Pollution, Anti-Oxidation, Pore Minimizing, Events Out Skin Tone, Blurred Imperfections und UV Protection, ob du alles möchtest. I don't know. I'm not really sure about that. But, ich bin das okay. Oh, sorry für mein Englisch. Mehr. Ich gucke gerade alles auf Englisch, für das mein Englisch besser geht. Und ja, egal. Den ist okay. Das ist auch mal sagt ganz gern. Ich meine, der kostet so 4 Euro. Ich bin nur natürlich viel falsch. Sowieso. Essence Primer sind der okay. Mehr wie gesagt, ob man alles möchte, weiß ich noch nicht. Mehr mein Concealer halt den ganzen Tag. Und das ist am Funk der Wichtigste. Dann von Rival de Loop Young, wird leider nicht mehr gut, den Primer Matte and Poreless. Und ich nehme den heute ran. Nein, natürlich nicht. Ich habe schon mal dieselbe Schnecke am Glowy gekauft. Den habe ich übelst gerne Glowy. Von Matte Concealer sind ich im Moment nicht so der Fan, aber ich wollte den aber, weil ich schon nie genug Make-up. Und ja, den habe ich mal den Matte geholt. Und da hoffen, dass der nicht so ist, aber das ist okay. Und das ist halt dieser Moment ein bisschen zitterisch, weil wir das spielen ein bisschen verrückt. Und das spielt mich halt auch verrückt, und das ist ja viel zitterisch. Und wenn ich mich nicht so schneide, dann geht es just noch wieder schön. Mit dem Material extrem, also die sieht das mit mir im Material extrem gut. 100 Liter ist so oft getastet, wir können viele Liter so, aber die sind okay. Dann habe ich von Essence den Plumping Nudes Lipgloss. Das ist den dort. Und den habe ich auch noch nicht getestet. Das ist Farbe Bold Love. Ich habe gut probiert. Das sind so Plumping Dinge. Ich schaue mal von anderen zweiten Cup. Und zwar Farbe 04 That's Big. Der glitzert viel mehr. Der glitzert gillen. Im Moment, wie gesagt, habe ich auch gut probiert. Ich habe noch nicht viel Lust auf den. Könnt wahrscheinlich auch in den nächsten Insta-Videos. Dann bin wusstet, wir kommen Flash Concealer von Essence. Healthy Glow Concealer. Ich habe 10 Light Ivory. Auch von Essence den Micro Precise Eyebrow Pencil. Werde Wunder, mein Favorites von Essence. Und Puder. Warte, ich kann die schon mal weiter. Gibt nichts Besseres. Also, das sind meine 3 Lieblingsprodukte, wirklich. Und die denke ich nicht aus dem Haus.
Dann hun ich auch noch von Catrice den Slimatic Ultra Precise Brow Pencil gekauft, weil sie den von Essence Semi hatten zu Köln. Und den hast du am Anfang genau selbst abgebaut und ist genauso dünn. Denn eins, was mir dem heute ein bisschen besser gefällt als Handenspitz, das ist nämlich ein Spoolie drin. Und da kannst du ganz einfach Ding erkennen und dann molen und nicht wirsteln durch den Vegan. An dem Spoolie die ganze Zeit. Das ist ein bisschen nervt bei dem anderen mehr. Ich habe Farbe ein Ticken zu deichter. Aber wenn ich den Weg stopp mache, muss ich mega aufpassen. Und du willst das auch nicht viel schnell zu machen. Dann habe ich heute noch die Better Work Volume and Curl Mascara von Essence. Das ist ja auch eine von meinen Liebsten. Ich meine, schon vorher mal Look habe. Die geht immer. Dann auch noch von Reval de Loop Spotlight Lip Topper, den tut den, den hat auch für Silvester drüber. Und oh, den ist so schön, das ist so ein schöner Lip Topper. Ich habe meine Wäsche von denen den auch drauf geklagt. Du, das wird schimmer toll. Den ist so schön. Ich habe mir das aber ich ganz wenig auf Lipse gemacht, für das der Lippenstift aber der ganz nur gefällt. Und den ist so schön. Dann für Kiko den 3D Hydra Lipgloss an der Farbe Urschzeng. Von dem habe ich aber noch eine andere Farbe. Den hat mir meine Mama aber geklaut und ich weiß im Moment nicht, wo den ist. Schon so die Halbfarbe. Den ist super. Ich finde ihn übelst gern. Da ja, ist den dort drin. Ich weiß nicht, schon ich ja, den finde ich mega gern. Der Geruch ist übelst gut. Der kommt so gut durch. Schmeckt so nass. ja, das ist einfach. Ich will schon eine andere von ihnen, den ist so gut. Und du willst dich mal noch zwei neue kaufen, weil ich irgendwie nicht genug kriegen. Davon fand ich einen Natural Glow Bronzer, der das den dort drin. Und den ist dick okay, das ist Farbe 015. Den ist vollkommen an der Reihe. Dem nur weil wir in Foundation schon. Das war schon nicht irgendwie fast. Das ist den du. Den ist vollkommen okay. Also ich hatte schon mich schlechter. Aber ja, ich hatte aber auch schon bessere. Wie die von Reval de Loop. Dann ein Schatz, den ich gefunden habe. Am Sephora, den Too Faced Highlighter. Das denn. Love Light Prismatic Highlighter bei Blinded by the Light Farbe. Und Farbe war so schön. Farbe war so, so nice. Ja, weil ich so weiß, wie sie das hat, also. Die Farbe ist so nice, das ist so ein abwissender Glow, weil das ist halt sau natürlich. Das ist sau natürlich, du. Und das riecht schön, schon in der letzten Zeit all Tag drauf, so gut für einen Show. Und du möchtest ihn auch nicht viel falsch bei dem. Ich war aufgesagt, dass sie vorher schmeckt, ich hatte die 19 Euro bezahlt. Und zu guter Letzt. Ah ne, von daher. Und dann habe ich am TK Maxx nach den Make-up. Milk Maker Lip Vinyl Font, das ist den Doten. Und der Farbe. Chillin. Und Farbe, was ich will schön, das ist halt auch ein Gloss. Boah, mein Lips sind nämlich fertig. Das ist auch ein Gloss. Ein bisschen wie faste Gloss. Mir ist aber, ich will schön, das ist den Doten. Was ich zwar sagen muss, ist, dass der Geruch mir gut nicht gefällt, aber das ihr im Singen ist. Aber ja. Also, ich meine darüber, was der Geruch nicht meint. Und zu guter Letzt lauter Single Eyeshadows, auch von Kiko. Hier sind eigentlich ja Magnetic Impact Eyeshadow. Das ist Farbe 101, das ist so ein goldener Ton. So. Evil Chain für einen Cut Crease. Hier ist dann Farbe 105. Auch mega geil. Kann ich mir so gut vorstellen, diese Enkel all zu mischen. Meine ich finde auch ganz geil. Hier ist Farbe 102. Ich weiß aber nicht, ob sie den erhoben, weil die waren auch hochgesagt. Aber kann gut sehen, dass die erstens auf Zement gehen. Dann habe ich mir noch Glitter Shower mit Gold. Und ich Silberin. Aber du hast Farbe 02 mit geholt. Das ist so ein Rosé Gold. Also die süß. Ah! Genau das. Und die sind super pigmentiert, würde ich sagen.
Und dort habe ich noch ein Gilden und das habe ich 04 mit geholt und den ist auch super, super nice. Die kann ich auch herausholen und eine einzelne Schattenpalette machen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich mir noch keine einzelne Palette kaufen kann. Aber das werde ich in nächster Zeit definitiv mal machen. Und ja, ich ging da so erwartet, dass von mir haut. Ich hoffe, euch hat diesen Haul gefallen. Ja, wenn ihr mich noch nicht auf Insta habt, dann abonniert mich doch ganz gerne. Oder auf Snapchat, da sind ich auch bald immer zu reden. Und ja, da ging es so gesehen meistens wegen dem nächsten Video. Merci für das Schalten, bis dann. Ciao!